denn? Ich bin angekommen in Los Angeles. Ja, und wir haben schon den nächsten Morgen. Und da ich sowieso vorhabe, zu Target zu gehen, weil ich brauche auf jeden Fall was zu trinken und ein klein wenig was zu essen, dachte ich mir, mache ich daraus ein Selfcare-Shopping-Video, weil ihr das letzte Mal auch so sehr gefeiert habt. Aber diesmal wird es eine USA-Edition sein. Und wenn man hier nicht richtig gut Selfcare-Shopping gehen kann, dann weiß ich auch nicht. Hier gibt es ja auch so viele Produkte, die man sonst so auf TikTok sieht und so. Also mal gucken, was ich so finden werde. Ich hoffe nicht, dass alles weggekauft ist. Und dann gibt es auch noch ein Haul, da zeige ich euch alles, was ich so geholt habe. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ich sowas auch in Deutschland machen soll oder auch woanders, wo ich so bin. Dann nehme ich euch gerne auf jeden Fall mit. Bei 5000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid. Und ja, wenn ihr neu hier seid, ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen. Aktiviert die Glocke und verpasst ihr auch hier keinen neuen Vlog oder kein neues cooles Video. Und ich würde sagen, let's go. Endlich angekommen. Ich werde mir jetzt eben was kurz bei Starbucks holen und dann gehen wir hier rein. Was richtig cool ist, was ich so feiere, sind diese Einkaufswagen hier, weil hier kannst du einfach mal dein Starbucks-Getränk reintun. Meist ist ja bei jedem Target immer ein Starbucks nebendran oder drin und dann kannst du dein Getränk hier reintun. Das ist so cool. Ich sag ja, die haben echt alles hier. Hier sind Klamotten und dort hinten geht es zu den Beauty-Sachen. Ich guck gerade ein bisschen in der Badeanzug- und Bikini-Abteilung, weil die haben hier so viel und einige Sachen sehen manchmal gar nicht mal so schlecht aus. Einige sehen ein bisschen für mich altmodisch aus, aber ja, hier kann man manchmal echt tolle Sachen finden. Oh mein Gott, die Schuhe sehen ja voll schön aus. Die geben mir so Barbie-Vibes. Aber die sind voll cute. Oh mein Gott. Mit dem Unterteil, wo ist das passende Oberteil? Das sieht ja voll süß aus. Der Bikini sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich mag das, wenn das so ausgefallen, gebunden und geschnitten ist. Warum haben die so süße Sachen hier? Einfach mal im Supermarkt. Okay, Leute, gehen wir mal eben kurz in die Beauty-Abteilung. Oh mein Gott, ich sehe schon wieder Hello Kitty gar nicht gut, Leute. Aber ich mag die Marke Pixie total gerne. Aber gibt es eigentlich auch in England. Ich weiß auch nicht, warum das so gehypt ist, aber irgendwie liebt es jeder. Kokosnuss ist leider ausverkauft. Oh nein. Dann nehme ich das. Vielleicht finde ich das auch nochmal woanders. Aber das ist super gehypt. Keine Ahnung. Ist irgendwie ein Peeling normalerweise, aber es ist gar nicht mal so schlecht. Weil wenn man zum Beispiel Selbstbräuner benutzt, dann sollte man auf jeden Fall vorher seine Haut peelen. Und da ist sowas eigentlich wirklich nicht schlecht. Hier haben wir noch passend dazu so ein Duschgel. Das ist eigentlich auch ganz cool. Aber ich glaube, das brauche ich gerade nicht, weil ich habe was mitgenommen. Und Masken, Leute. Auf jeden Fall Masken. Aber sieht auch ein bisschen leer gekauft hier aus. Aber eigentlich würde das hier ganz gut passen, ne? Ich glaube, das nehme ich mir einfach mal mit. Einfach nur, um das mal auszuprobieren. Aber sowas mag ich ja. Sieht verdammt hässlich aus, aber nehme ich mir trotzdem mit, weil es einfach witzig ist. Und ich glaube, ich habe schon mittlerweile jedes Tier. Oh, warte, wir haben hier auch noch eins. Ein Lemur. Oh mein Gott, den nehme ich mir auch noch mit. Juicy Watermelon. Das klingt auch richtig toll, aber das wurde irgendwie voll oft weggekauft anscheinend. Also nehme ich mir das mal mit. Wir gehen mal nach der Masse. Das, was am meisten weggekauft ist, das nehme ich mir einfach mit. Meistens stimmt das sogar, dass das dann gerade aktuell gehypt ist. Also es funktioniert, wenn man gerne so gehypte Sachen ausprobieren möchte. Auf jeden Fall wollte ich mir noch einen neuen Lipgloss holen. Irgendwie sammle ich die auch. Richtig schlimm. Die sehen ja voll nice aus. Oh, die sehen so jelly aus. Ich bin gerade überlegen, ob ich auch noch eine Mascara mitnehme, weil ich bräuchte sowieso eine. Ich finde, die sieht voll schön aus, aber Becky geht nicht nur nach der Verpackung. Funktioniert die? Ist die gut? Ich weiß es nicht. Dann gibt es ja halt die Standardmarken L'Oreal und so, aber hier ist mir aufgefallen, jede Mascara ist eingepackt, damit die Leute es halt einfach nicht benutzen können. Auch die Kajale und Eyeliner und so. Was ich irgendwie eigentlich ganz gut finde. Auf der anderen Seite, ja, ist extra Müll, ne? Aber ich mag das nicht, wenn die ganzen Leute immer die ganzen Mascaras benutzen. Das nervt mich immer so hart. Warum kann man nicht einfach den Tester benutzen oder so, wenn der rumliegt? Aber hier gibt es ja richtig viel Auswahl. Haben wir diese ganzen Mascara hier? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich sehe hier gerade welche, die habe ich noch nie vorher gesehen. Wird auch immer ein Struggle, eine richtig gute Mascara zu finden, aber ich probiere gerne aus. Ich suche immer noch nach der perfekten, aber habt ihr eine Empfehlung, dann immer her damit in die Kommentare. Oh, so Lippenbutter, sowas mag ich auch gerne. Wollt ihr wissen, was ich gefunden habe? Eine Frozen-Badekugel, da ist sogar eine Überraschung drin. Hä, wie cool. Aber ja, die Produkte hier sind immer richtig teuer. Man denkt immer, das bleibt auch noch bei dem Preis. Nein, da kommen meist noch Steuern drauf und es wird erst an der Kasse gemacht. Also falls ihr zum Beispiel hier Produkte kauft, vor allem in Kalifornien, ist es meist so, man denkt so, okay,
$8. Nein, Leute, ihr müsst damit rechnen, dass es irgendwie so 12, 13, 14 Dollar am Ende sind. Bei uns ist das ja schon drauf, Mehrwertsteuer, aber ja, hier ist das irgendwie nicht so. Die Leute in Amerika wundern sich meist selber, warum das so ist. Aber ja, das ist total verwirrend, aber man muss sich nicht wundern, wenn es meist noch teurer ist, als man eigentlich sowieso schon dachte. Also ich finde, die hauen schon richtig rein mit dem Preis. Also es ist richtig teuer, Mann. Einige Sachen sind wirklich, wirklich teuer. Da haben wir es echt gut in Europa. Und da denkt man schon, in Europa ist es teuer, ne? Aber hier ist es echt extrem. Wir haben hier die ganzen Skincare-Produkte. Hier haben die auch Cerafee. Wird das ausgesprochen? Keine Ahnung. Habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. Ist das gut? Hat das jemand für euch mal ausprobiert? Das hier ist so süß. Das Blaue hier. Das sieht richtig niedlich aus. Was ist das denn? Body Butter Tropic Glow. Sieht auch richtig cool aus. Erinnert mich ein bisschen an diesen Body Scrub, den ich gekauft habe. Ist das dieselbe Marke? Doch, ich glaube schon, ne? Ja. Hier kann man auch Lockenstäbe kaufen, Glätteisen, irgendwelche anderen Bürsten. Viele von euch sagen immer, mir stehen Wellen, Leute, aber ich bin immer zu faul, die zu machen. Weil das dauert halt einfach bei langen Haaren ewig. Es gibt sogar Lipsmacker, Leute, mit Hello Kitty. Wenn das nicht nach Becky schreit, dann weiß ich auch nicht. Allein das Ding, so ein fettes Teil hätte ich gerne. Ich weiß nicht, was ich mit so einem fetten Sitzkissen machen soll, aber egal. Es sieht einfach voll gemütlich aus. Wer stimmt mir zu? Das ist einfach so. Seht ihr meinen Kopf? Oh mein Gott, ist das groß. Einfach mal so ein Wasserkanister. Wobei, das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Aber es sieht halt ein bisschen blöd aus, wenn du damit rumläufst. Diese Haarfarben sprechen mich total an, aber... Die muss man, glaube ich, mischen, ne? Mit so einem Conditioner oder so. Solche Haarspangen habe ich auch noch nie gesehen. In dem Muster. Und dann noch zweifarbig. Auch schön. Leute, hier gibt es einfach mal frisches Popcorn. Das ist noch warm. Oh mein Gott, wie cool ist das? Du kannst dir Popcorn holen und dann Popcorn essen, während du einkaufen gehst. So, Leute, und dann bin ich wieder. Ich zeige euch jetzt mal eben die Sachen, die ich bei Target gekauft habe. Also es gibt jetzt ein Target-Haul, wie ich euch ja versprochen habe, und fangen mal direkt an. Und zwar habe ich einmal, ja, diese Flasche hier mitgenommen. Auf jeden Fall habe ich die in der kleineren Größe mitgenommen und in so einem Baby-Rosa. Aber, Leute, ich habe gesehen, wenn ihr mal in den USA seid und ihr wollt auch diese ultra gehypte Flasche hier, dann checkt lieber mal Marshalls, Ross oder TK Maxx aus. Vor allem Marshalls, weil da kann man sowieso super gut sparen. Weil die gibt es dort einfach mal $10 günstiger. Und da gibt es auch wirklich alle Farben und Größen. Also, ja, kauft das nicht unbedingt bei Target, weil Target ist echt teuer. Dann habe ich mir diese Hello Kitty Lipsmacker hier mitgenommen. Lippenbalsam geht sowieso immer und die sind so süß. Also ehrlich jetzt, wer findet die nicht cute? Dann habe ich mir endlich zwei dieser Peelings hier mitgenommen. Einmal in Kokosnuss habe ich bei einem anderen Target gefunden. Und einmal in Wassermelone. Die sind ja super beliebt. Keine Ahnung warum. Aber ich werde es ja herausfinden. Ich werde es ausprobieren, Leute. Und dann kann ich euch gerne auch sagen, wie ich die finde. Und von derselben Marke habe ich auch noch so eine Lippenbutter hier gefunden. Ich weiß nicht, ob die gut ist, aber ich dachte mir, ich nehme die einfach mal mit. Dann habe ich so eine andere Marke entdeckt. Die nennt sich irgendwie Frenchie oder so. Being Frenchie. Sah irgendwie auf jeden Fall schön aus. Und ist, glaube ich, von Ashley Tisdale oder so, von der Schauspielerin. Auf jeden Fall stand da Kashmir Vanilla Duft. Und davon habe ich mir einmal das Body und Hair Oil mitgenommen, weil meine Haare sind immer super trocken. Vor allem im Sommer und wenn ich immer glätte. Und dann gab es noch ein Glow-On-Parfümöl. Und ich dachte mir, es passt eigentlich ganz gut zusammen. Keine Ahnung, ob das gut riecht, aber es sah schön aus. Und bei Vanille bin ich immer dabei, Leute. Ich liebe Vanille. Ich hoffe, das duftet auch gut, aber die Verpackung ist auf jeden Fall super schön. Dann habe ich mir zwei Paar Kuschelsocken mitgenommen. Einmal in Rosa und einmal in Weiß. Und die sind so ein bisschen, ja, wie nennt man das? So gerafft hier unten. So ein bisschen Scrunchy? Nennt man das so? Keine Ahnung. Dann habe ich irgendwie gehört, dass das Parfüm hier total gut sein soll. Und zwar nennt sich das Good Chemistry in Coco Blush. Habe ich mir das einmal mitgenommen. Keine Ahnung. Habt ihr es auch schon mal auf TikTok gesehen? Das soll irgendwie sehr gut sein. Ich weiß nicht. Hier steht mit Kokosnusswasser, Ananas und noch irgendwie was. In so einem holzigen Geruch. Keine Ahnung. Aber es war fast ausverkauft. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Dann Masken, 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 Leute. Dann habe ich mir noch so Mascara mitgenommen, weil ich wollte da gerne rumprobieren. Einmal die Telescopic, einmal die Bambi, weil die mag ich sowieso, aber die ist jetzt nicht perfekt. Ich suche immer noch nach der perfekten Mascara und dann noch Unlimited Mascara von L'Oreal. Keine Ahnung, die sah voll interessant aus. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie die so sind, ob die gut sind, ob die genau das macht mit meinen Wimpern oder nicht. Die sollen angeblich richtig gut sein,
Aber ich weiß nicht. Ich werde die mal ausprobieren. Und die hier, keine Ahnung, von der habe ich noch gar nichts gehört. Dann habe ich mir noch diese wiederverwendbaren Masken für unter die Augen geholt. Hier steht irgendwie, kannst du mit deinem Lieblingsserum oder Lieblingscreme benutzen. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil die anderen braucht man so schnell auf, die in der Tube. Keine Ahnung, habe ich bei uns auf jeden Fall noch nicht gesehen, dass es sowas gibt. Dann habe ich mir noch einen neuen Eyeliner geholt. Brauchte ich, weil meiner schmiert die ganze Zeit immer rum. Also vor allem, wenn es warm wird und so. Als nächstes habe ich noch diese beiden Tuben hier mit Farbe geholt. Damit kann man angeblich seine Haare färben. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich will es mal ausprobieren. Und das ist nicht langanhaltend. Also nach, ich glaube, ja, 5 bis 30 Wäschen geht es wieder raus. Also ist das eigentlich ganz in Ordnung für mal so Haare färben. Vielleicht funktioniert es ja. Ich weiß noch nicht mal, ob die Tube für meine Haare reicht. Ich hoffe es, aber ja, es wäre mal nicht schlecht, so eine andere Haarfarbe auszuprobieren. Ich gebe den ganzen mal eine Chance. Ich habe einfach mal so Schminke mitgenommen. Mal gucken. Einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Dann noch solche Lippenpflegeprodukte von Burt's Bees in so Sorten, die ich bei uns noch nie gesehen habe. Dann habe ich mir von Pixi noch so ein Puder mitgenommen mit Hello Kitty drauf. Ich glaube, das ist so eine Art Blush oder so. Sah auf jeden Fall mega interessant aus. Dann habe ich mir noch einen Rasierer gekauft. Ja, sehr spannend, sehr weird gerade. Aber Leute, ich suche noch nach einem, der gut ist gegen so Rasierpickelchen. Wen nervt es bitte nicht auch? Keine Ahnung, ob der wirklich so gut ist, aber ich probiere es gerne mal aus. Auf jeden Fall habe ich aber auch noch dagegen das hier mitgenommen. Ja, angeblich soll das helfen bei sowas. Und das sind solche Patches. Und ich sehe gerade, das hat jemand geklaut. Also heißt es dann wenigstens, dass sie gut sind? Aber ich habe das Doppelte jetzt bezahlt. Ich habe kein Produkt, als ob die mir jetzt glauben, dass da nichts drin ist. Wenn ich jetzt damit hingehe, vor allem hier in Los Angeles, die glauben mir auch niemals, dass da nichts drin war. Egal, also es scheint anscheinend gut zu sein. Ja, super. Dann habe ich mir noch das hier geholt, Leute. Bloom. Das ist angeblich so ein Pulver, was man irgendwie in sein Smoothie reingeben kann mit extra Vitaminen und so. Dann habe ich einmal Bubblegum in Cotton Candy mitgenommen. Hier ist eben kurz was Süßes. Und Cotton Candy, Leute. Ich liebe Cotton Candy. Duft, Geschmack, alles. Und sogar Sprite Tic Tacs. Dann habe ich mir noch so ein Spray geholt mit Kokosnussmilch oder so, das Feuchtigkeit spendet und gegen Knoten ist, Leute. Wer hat auch immer Probleme mit Knoten in den Haaren? Habe ich momentan so richtig schlimm. Und zu guter Letzt habe ich mir noch einen Lockenstab geholt. Ja, das war alles. Mega Haul. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne wissen, ob ich das öfters mal machen soll. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye!